Bilder wie aus Bagdad. Spezialeinheiten der brasilianischen Militärpolizei durchkämmen die Favela Morro da Chacrinha, eines von über 700 Armenvierteln in Rio de Janeiro. Ihr Gegner, eine der beiden brandgefährlichen, hochgerüsteten Rauschgiftbanden. Die Drogenbosse schicken eine Armee von Jugendlichen in diesen Kampf und die sterben wie die Fliegen. Einer von ihnen, Elio Ezequiel. Er wurde hingerichtet, mehrere Schüsse aus kurzer Distanz. Ein weiteres Opfer des endlosen Drogenkriegs in Rio de Janeiro. Elio, einer von monatlich über 300 Toten in der Traumstadt Rio de Janeiro. Vor einem Monat habe ich meine kleine Tochter beerdigt. Und jetzt auch mein Bruder. Bewegender Abschied von einem Jugendlichen auf dem Friedhof São Francisco, Reihe 20. Jedes zweite Opfer ist zwischen 15 und 25. Und auch die Täter werden immer jünger. Es herrscht Kinderkrieg in Rio und wir wagen uns an die Front. Schichtwechsel in Villa Alianza im äußersten Norden der Traumstadt. Carlos übernimmt den Posten am Rande der Favela. Er ist ein Oliero, ein Aufpasser. Ungewöhnlich für einen 14-Jährigen, aber Carlos ist bereits seit 3 Jahren im Geschäft und ein Profi. Seinen Walkie-Talkie darf er nicht aus der Hand geben und die 9mm Taure schon gar nicht. Darauf und auf jede Form von Verrat steht die Mafia-interne Todesstrafe. Wie er sich mit der Waffe in der Hand fühle, fragen wir ihn. Sehr cool. Wenn ich die bei mir habe, kommt die Polizei nicht so einfach in meine Nähe. Und wenn sie doch kommt, dann werden wir schon sehen, wer am Ende überlebt. Das gibt eine feine Schießerei. Mit feinen Kugeln. Mutter Maria hat Medikamente für ihren Jüngsten gekauft. Carlos hat ein schwaches Herz. Er lebt so ein verflixtes Leben. Da hat er keine Zeit, sich vernünftig zu ernähren. Wenn er mal hier ist, nutze ich immer die Gelegenheit, ihn ein wenig zu pflegen, zu füttern und ihm gute Medikamente zu geben. Bruder Fernando ist Bodyguard des Drogenbosses und wird gerade erst wach. Es ist Nachmittag. Dass alle 10 Familienmitglieder der Pereiras zur gleichen Zeit da sind, kommt nie vor. Vielleicht auch besser so bei nur 16 Quadratmeter Wohnfläche. Fernandos Lebensgeister brauchen noch eine Weile. Die letzte Nacht war lang und hart. Die 51-jährige Maria arbeitet nicht und ihr Mann verdient als Parkwächter 80 Reais, umgerechnet 35 Euro. Nicht am Tag, sondern im Monat. Da bereitet jeder Gang zum Supermarkt Kopfzerbrechen und wahrscheinlich stecken Carlos und sein großer Bruder Fernando der Mutter manchmal ein paar Scheine zu. Beide verdienen als Mafia-Mitglieder in der Woche mehr als der Vater im Monat. Die Villa Alianza gehört zu den ärmsten Gegenden von Rio. Und sie ist zu 100% in den Händen des Tercero Comando,
des dritten Kommandos. Die Kindersoldaten der zweitgrößten Drogenbande Rios bewachen die strategischen Plätze und sie gehören selbst zu den größten Rauschgiftkonsumenten. Eigentlich sind sie immer zu bedröhnt. Inhalieren, manchmal buchstäblich bis zum Umfallen. Wie immer ist auch Carlos mit von der Partie. Wenn ich älter bin, kann ich mir schon vorstellen, wieder in die Schule zu gehen und ein normales Leben zu haben. Schule wäre schon cool oder mal ein Job, wenn ich bis dahin überlebe. Viele von uns sind hier schon abgekratzt und sie waren noch jünger als wir. Ich will nur Drogen verkaufen und sonst nichts. Du denkst nicht mal daran, hier rauszukommen, fragen wir Carlos. Nein, ich denke an gar nichts. Der Einkauf ist beendet, Mutter Maria und ihr Junge auf dem Rückweg durch eine der gefährlichsten Favelas von Rio. Doch wir haben von den Drogenbossen nach langen Verhandlungen die wohl einmalige Genehmigung bekommen, Carlos ein paar Tage hautnah zu begleiten. Vielleicht, weil der Film in Deutschland läuft, von ihrem Viertel aus betrachtet, liegt das am Ende der Welt. Maria macht sich an die Zubereitung des Abendessens und wer dann im Hause sein wird, weiß sie selbst noch nicht. Auch Carlos hat seinen Einsatzplan für die Nacht noch nicht mitgeteilt bekommen, deshalb erstmal eine Stulle zur Sicherheit. Denn es kann jeden Moment losgehen. Der Hauptgang Rinderleber, 80 Eurocent das Kilo. Ihre Armut ist aber nicht das, was Maria wirklich Sorgen bereitet. Wenn Carlos rausgeht zum Arbeiten, bin ich immer sehr unruhig. Ich suche ihn dann und schaue, ob es ihm noch gut geht. Und wenn die Polizei ins Viertel kommt, werde ich fast verrückt. Ich bin sehr traurig wegen der ganzen Sache. Dafür hat mir Gott meinen Sohn nicht gegeben. Zweimal die Woche besucht Maria die Gottesdienste der evangelikalen, fast sektenartigen Gemeinde Licht fürs Volk. Und manchmal begleitet sie ihr Jüngster, vielleicht aus schlechtem Gewissen. Doch aller Liebe zur Mutter und aller herzzerreißenden Emotionen zum Trotz, 2 Stunden singen und beten sind dann doch zu viel für den Kleinen, der schon ziemlich viel Marihuana-Intus und seine Nachtschicht noch vor sich hat. Das ist Bigorgi, übersetzt Schnurrbart. Für die Drogenwelt von Rio ist er mit 33 Jahren schon im biblischen Alter. Sein Hauptquartier ist die Malerstraße. Sie liegt in einem zentralen Quadrat von Villa Alianza. Straßensperren sichern diese Drogenhochburg gegen feindliche Angriffe. Die Chefs achten auf ihre Sicherheit. Drogenboss Bigorgi koordiniert die Aktivitäten aller seiner weit über 100 Mitarbeiter. Verkäufer, Boten, Bodyguards, Buchhalter und Aufpasser wie Carlos. Der Motorroller ist das Dienstfahrzeug des 14-Jährigen. So einen bekommen die wenigsten, aber der Drogenchef hat einfach einen Narren an den Kleinen gefressen. Carlos ist unser Maskottchen. Er ist sehr schlau, total clever.
Er ist bei der Arbeit noch nie eingeschlafen. Er ist jetzt schon 3, 4 Jahre bei uns und hat uns noch nie im Stich gelassen. Er ist einer der Besten, die wir haben. Ich habe hier schon eine Menge Leute sterben sehen. So viele, dass ich sie gar nicht mehr zählen kann. Der Bürgersteig an der Malerstraße in Villa Alianza, der zentrale Verkaufsplatz des dritten Kommandos. Es geht zu wie in einer Drogerie. Kundschaft fast im Minutentakt. Mit Drogen werden in Rio am Tag Millionen Umsätze gemacht und dieser Markt ist demzufolge heftig umkämpft. Zwischen dem dritten Kommando und ihren Todfeinden vom roten Kommando. Jeden Tag und jede Nacht kostet dieser Krieg, in den auch die Polizei eingreift, im Schnitt 12 Menschenleben. Und fast immer sind die Opfer Handlanger wie Kindersoldat Carlos. Marihuana, Haschisch, Ecstasy, Schnüffelpaste und vor allem Kokain. 5 Reais die kleine und 10 Reais die große Tüte, knapp 3 Euro. Und das alles vor den Augen der nächsten Generation. Die Kinder spielen selbst schon mit Tütchen, wie um sich vorzubereiten. Die Kinder sehen unsere neuen Wagen, unsere Goldketten. Das beeindruckt sie. Sie versuchen immer früher bei uns einzusteigen. Das ist echt so. Unsere Soldaten werden immer jünger. Und viele von ihnen werden nicht mal 18. Rausch und Gift und Betäubung. Kein Hunger, keine Gewissensbisse, keine Trauer. Kein Leiden in der unerträglichen Hitze des Tages. Kein Frieren in der kalten Nacht. Carlos, seine Schwester Indaya und die anderen müssen erst noch geweckt werden. Mutter Maria hat gerade Kaffee gekocht für ihren Mann Alberto, der in einer halben Stunde los muss zu seinem Bus. Als er noch ein Kind war, musste er auf seinen kleinen Bruder aufpassen und konnte fast nie zur Schule gehen. Noch heute kann Familienvater Alberto nicht lesen und schreiben. Vielen in Villa Alianza geht das so. Ein weiteres Mitglied des dritten Kommandos, Fernando, immer gut drauf. Langsam erwachen die Pereiras zum Leben. Sehr langsam. Speziell morgens, so haben wir den Eindruck, wird noch sparsamer geredet als sonst schon. Carlos und sein Bruder, die beiden Mafia-Mitarbeiter, dürfen jedenfalls nichts erzählen über ihre Arbeit. Sie müssen zum Beispiel schweigen darüber, wie genau es dazu kam, dass Fernando, Carlos' großes Vorbild, bereits 5 Menschen auf dem Gewissen hat. Vielleicht ist Fernando aber auch sensibler, als man denkt. Schon ein paar Mal hat er versucht, aus dem Drogenkrieg auszusteigen. Vergeblich. Wer einmal drin ist, kommt praktisch nie wieder raus. Man fürchtet Leute wie Carlos und Fernando. Oder man bewundert sie. Aber niemand will mit ihnen zu tun haben. Ich war letztens wieder beim Guanabara-Supermarkt und wollte einen Job. Aber wenn sie sehen, woher wir kommen, schmeißen sie uns sofort wieder raus. Sie schauen sich nicht mal unsere Papiere an. Für uns gibt es keine Alternative zur Kriminalität. Für viele von denen geht es gar nicht mal ums Geld. Es geht für sie darum, drin zu sein, zu der Gruppe zu gehören.
Es geht den Jungs darum, Motorrad zu fahren, Waffen zu tragen, Autos zu fahren. Das schafft sonst niemand hier. Und dazu kommen noch die Mädels, die das super finden und hinter ihnen herrennen. Vater Alberto auf dem Weg zu seinem Job in die Welt der Reichen am weltberühmten Strand der Copacabana. 55 Kilometer oder anderthalb Stunden mit dem Bus. Einfach. Doch in Wirklichkeit ist die Distanz zwischen der Villa Alianza und den Highlights der Hochglanzprospekte von Rio weitaus größer. Für die meisten sind diese 55 Kilometer zur Copacabana unüberwindbar. Selbst für Alberto, obwohl er jeden Tag dort arbeitet. Vier Reais hin, vier Reais zurück, umgerechnet zusammen mehr als 3 Euro. Ein Vermögen, nur für den Bus. Und oft, wenn er wieder mal gar nichts verdient hat, kann er den Rückweg schlicht nicht bezahlen. Alberto ist ohne Pass, ohne Papiere und ohne Perspektive. Aber was Alberto sich nicht nehmen lässt, sind seine kleinen Träume und seine rar gewordene Vorstellung von Ehre. Für mich wäre es sogar besser, wenn Carlos den Müll durchsuchen würde, als weiterhin im Drogengeschäft zu arbeiten. Das Wichtigste ist, eine ehrliche Arbeit zu haben. Papier und Dosen aus dem Müll zu fischen, ist ehrlich. Ich selbst arbeite auch schwarz und ohne Papiere. Aber das ist nicht wirklich illegal. Ich raube niemanden aus. Ich füge keinem einen Schaden zu. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Rua Jalma Ulrich, eine winzige Querstraße zur Strandpromenade. Hier arbeitet Alberto als Autoeinparker und Wagenwäscher. Wie so oft hat der brasilianische Volksmund eine prägnante Umschreibung parat. Flagellinia, Putztuch. Für 3 seiner Stammkunden muss Alberto umsonst arbeiten. Sie sind der Besitzer eines Restaurants und lassen ihn dafür umsonst zum Mittagessen. Für die Autowäsche bekommt Alberto umgerechnet gut 1 Euro. Und fürs Einparken und Aufpassen geben die Reichen, was ihnen beliebt. Meist ist das ein Witz. Ich habe meine Söhne schon hierher gebracht, damit sie sehen, was ich arbeite. Ich tue das für meine Familie. Wenn meine Jungs sich nur am Riemen reißen würden und zur Schule gehen, dann könnten sie sogar einen besseren Beruf bekommen als sowas hier. Einparken heißt vor allem umparken. Aus dem Halteverbot in die nächste Lücke. Die Verkehrspolizei drückt bei den Putztüchern ein Auge zu. Auch wenn sie, wie Alberto, mit Sicherheit keinen Führerschein haben. Alberto arbeitet mit seinem jüngeren Bruder zusammen, den gleichen, auf den er als Kind aufpassen musste. Marcelinho ist beidseitig gelähmt, ein Querschläger steckt seit 33 Jahren in seinem Kopf. Als die Kugel meinen Bruder erwischt hat, da waren die Zeiten noch ziemlich ruhig. Heute ist alles brutal und gewalttätig. Ich habe große Angst, dass meinen Söhnen was noch Schlimmeres passiert als meinem Bruder. Ich rede jeden Tag auf sie ein, endlich aufzuhören mit den Drogen. Aber das geht bei ihnen ins eine Ohr rein und zum anderen raus.
Alberto Pereira, Mitte 50, drei Töchter und fünf Söhne, Putzlappen aus der Villa Alianza im Norden. Ein Niemand an der Copacabana unter dem Zuckerhut. Nicht anderthalb Stunden mit dem Bus, sondern Lichtjahre liegen zwischen seinem Leben und dem der Schönen und Reichen, der Gebildeten und Gesundheitsbewussten. Die weiße Oberschicht Brasiliens interessiert sich nicht für diese andere Welt. Ein wohliges Grausen über die neuesten Mordstatistiken reicht ihr völlig aus. Solange die Sonne scheint, ist die Welt in Ordnung. Wie ein ärgerlicher Fremdkörper wirken da Aufklärungsaktionen wie dieses Mahnmal für die Todesopfer des Drogenkriegs in der Cidade Maravilhosa, der wundervollen Stadt. Jedes Holzkreuz ein Toter. Diese Aktion von Angehörigen der Opfer fand im März dieses Jahres statt. Heute wäre die Fläche des gekreuzigten Sandstrandes viermal so groß. Rio rüstet auf. Spezialeinheiten, Eingreiftruppen, sogar das Militär wird ab und zu vom Gouverneur eingesetzt. Entweder wenn die Medien zu hartnäckig über rapide steigende Opferzahlen berichten oder, und vor allem, um den Karneval zu schützen, der wichtig ist fürs Renommee. Diese Elitekämpfer haben Leute wie Carlos, Fernando und Schnurrbart im Visier. Manchmal fallen sie mit 1500 Mann in eine Favela ein. Dann herrscht Krieg. Die meisten der immer jünger werdenden Drogenmitarbeiter, urbanes Kanonenfutter, sterben in solchen Straßenschlachten. Doch viele überleben, werden gefangen genommen und wandern an einen Ort, über den nicht viel bekannt ist, und das ist so gewollt. Jugendknast Santo Espírito, nicht einmal 10 Kilometer vom Haus der Pereiras entfernt. Als Provisorium gebaut, nun bereits 10 Jahre alt, gedacht für 100 Kids, maximal 150, untergebracht sind 223. Hier eine Drehgenehmigung zu erwirken, hat Monate gedauert. Da gibt es einen Wächter. Mann, der ist total gewalttätig. Er sagt uns immer wieder, dass er uns töten wird. Bevor er in Rente geht, wird er einen von uns umbringen. Er sagt das jeden Tag. Und er sagt auch, dass er keine Angst vor unseren Familien draußen hat. Dieses Arschloch beleidigt sogar unsere Mütter. Die Jugendlichen werden nicht wegen Banalitäten in diese hermetisch abgeriegelte Endstation Sehnsucht eingeliefert. Die meisten haben mit Drogen gehandelt, Supermärkte überfallen oder bereits jemanden umgebracht, wie der 17-jährige Flavio. Die Frage ist nur, wer trägt die Schuld? Bevor mein Vater gestorben ist, habe ich gesehen, wie er Drogen genommen hat. Leute überfallen, manchmal auch jemanden getötet. Ich habe schon auf die Polizei geschossen und auf unsere Feinde. Jetzt habe ich nur noch meine Mutter und meinen Bruder. Ihre Kleidung müssen die Kids selbst besorgen, ihr Toilettenpapier auch und ihre Zahnpasta. Doch viele bekommen überhaupt keinen Besuch und damit auch keinen Nachschub. Dann fallen sie in der knastinternen Hackordnung ganz nach unten. Und wenn sie dazu auch noch eine Verletzung haben, dann sind sie hilflos, wie ein Baby. Das mit meinem Bein ist super schlimm. Das war eine Kugel von den Polizisten, als wir aufeinander geschossen haben. Kurz vor unserem Besuch hatten die Jugendlichen einen Aufstand angezettelt, eine drastische Anklage wegen der Zustände hinter Gittern.
Die meisten Zellen sind ausgebrannt und offenbar rächen sich Wärter und Gefängnisleitung dadurch, dass sie einfach nichts reparieren. Derzeit gibt es weder Strom noch Wasser. Und der Geruch verschlägt einem den Atem. Beißender kalter Rauch, Fäkalien, offene Wunden, faulende Lebensmittel. Wenn die Jugendlichen einen Zettel und Stifte haben, malen sie keine Landschaften oder Gesichter, sondern Maschinengewehre und Handgranaten. Das ist ihre Vergangenheit und, wenn sie jemals wieder rauskommen, wohl auch ihre Zukunft. So was machen wir, wenn wir nichts zu tun haben. Man muss sich irgendwas ausdenken. Wir sind es gewöhnt, auf der Straße zu sein, Mann. Es ist total übel, plötzlich eingeschlossen zu sein. Aber damit müssen wir uns abfinden, solange wir hier sind. Als die Wärter gerade nicht aufpassen, zeigt uns der 18-jährige Jefferson etwas, das wir gar nicht sehen sollten. Die sanitären Einrichtungen für 223 Jugendliche. Wenn wir nachts auf die versiffte Toilette müssen, ist alles stockdunkel. Und überall sind Ratten. Überall. Wer ins Jugendgefängnis Santa Espiritu kommt, wird spätestens hier zum Kriminellen. Hier lernen die Jungs alle wichtigen Paragraphen und Tricks aus dem Strafgesetzbuch auswendig, auch wenn sie nicht lesen und schreiben können. In diesem Durchlauferhitzer verrohen sie endgültig. Umerziehung in Richtung Abgrund. Ein totales Versagen des brasilianischen Staates. Nur 10 Kilometer von den Gefängnismauern entfernt, zurück in Vila Alianza. Einen festen Job haben die wenigsten der 65.000 Einwohner. Wenn hier etwas funktioniert, dann ist es das Geschäft mit den Drogen. Bewegungen und Texte kreisen um Sex, Gewalt und Drogen. Beide fangen die in aggressive Rhythmen gegossene Weltanschauung einer Favela-Jugend ohne Job oder Zukunft. Vier Uhr morgens, Carlos schaut mit seiner Schwester in der Jahr auf einen Sprung vorbei. Er hat gerade Pause. Tanzen ist nun wirklich nicht sein Ding. Manchmal, wenn die Sonne sich früh morgens über die Hügelkette erhebt und den Frühnebel vertreibt, erstrahlt Vila Alianza in leuchtendem Orangerot. Fast sieht es dann so aus, als wäre es ein ganz normaler, friedlicher Vorort von Rio de Janeiro. Gerade läuft ein bekannter Rap-Song im Radio und zu Hause singen Carlos und Fernando lautstark mit. Die Drogenbosse sagen, die Bullen sind die Schweine und die Bullen sagen, das Volk hat Schuld. Wenn ich sterbe, steht der Nächste schon bereit und sie werden sich nicht mal an mich erinnern. Was ist? Darf ich? Was sagst du? Soll ich sie schlagen? Ach Quatsch, das ist seine Freundin.
Ja, stimmt. Das ist meine Frau. Die Straße am großen Abwasserkanal. Hier verbringt Carlos ab und zu ein paar Stunden zwischen seinen Schichten. Eigentlich ist Drachensteigen sein einziges Hobby und Bruder Fernando sein einziger Freund in dieser brutalen Welt. Wir haben unsere Feinde hier auf der Straße eingekreist. Alle wurden hingerichtet. Unser Lied heißt so: Auf der Ingenieursstraße sind 5 gestorben, dazu 8 auf dem Brasilboulevard und noch mehr an der Ecke Parada de Lucas. So geht unser Lied vom Krieg. Fast 200 Leute arbeiten hier in der Mafia. Vom großen Fisch bis zu uns kleinen Sardinen. Und alle sagen, ich bin dein Freund. Aber in Wirklichkeit hast du maximal 2 Freunde. Wenn der Chef es befiehlt, würden alle anderen dich auf der Stelle umbringen. Selbst die alten Leute haben nichts zu melden. Wer den Mund aufmacht, ist bald tot. Die Mafia bestimmt, wer hineinkommen darf und wer nicht, welche Läden geöffnet werden und welche geschlossen, wer Karriere macht oder wer umgebracht wird. Das dritte Kommando und das rote Kommando sind in ihren Territorien Gesetzgeber, Richter und Vollstrecker zugleich. Der Staat hat sich zurückgezogen, alle Ansprüche verloren und beobachtet aus der Distanz, wie mächtig seine Gegner geworden sind. Rund um die Villa Alianza Straßensperren, um die Polizei und das rote Kommando aufzuhalten. Aber die Baumstämme sind gleichzeitig Gefängnismauern. Draußen lauern die Todeskommandos der anderen und Fernando und Carlos werden ihr Viertel nie mehr verlassen können. Sorgt für den richtigen Sitz der Ausrüstung. Vorbereitung für Carlos' nächste Nachtschicht bis zum Morgengrauen. Es geht los. Mit der Honda C100 kontrolliert Carlos die Gegend und muss bei Gefahr mit seinem Walkie-Talkie sofort die anderen warnen. Dann geht es um Sekunden. Aber Carlos ist fit und hat Nerven wie Drahtseile, trotz seiner Herzprobleme. Als meine besten Freunde gestorben sind, da habe ich es gewusst. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr für mich aus dem Verbrechen. Das ist jetzt mein Leben. Wie lange, fragen wir. Bis ich sterbe. Kurz nach unseren Dreharbeiten ist Carlos 15 geworden. Der Kindersoldat des dritten Kommandos hat jetzt, statistisch gesehen, noch 3 Jahre zu leben. Thank you.
ein Niemand an der Copacabana unter dem Zuckerhut. Nicht anderthalb Stunden mit dem Bus, sondern Lichtjahre liegen zwischen seinem Leben und dem der Schönen und Reichen, der Gebildeten und Gesundheitsbewussten. Die weiße Oberschicht Brasiliens interessiert sich nicht für diese andere Welt. Ein wohliges Grausen über die neuesten Mordstatistiken reicht dir völlig aus. Solange die Sonne scheint, ist die Welt in Ordnung. Wie ein ärgerlicher Fremdkörper wirken da Aufklärungsaktionen wie dieses Mahnmal für die Todesopfer des Drogenkriegs in der Cidade Maravilhosa, der wundervollen Stadt. Jedes Holzkreuz ein Toter. Diese Aktion von Angehörigen der Opfer fand im März dieses Jahres statt. Heute wäre die Fläche des gekreuzigten Sandstrandes viermal so groß. Rio rüstet auf. Spezialeinheiten, Eingreiftruppen, sogar das Militär wird ab und zu vom Gouverneur eingesetzt. Entweder wenn die Medien zu hartnäckig über rapide steigende Opferzahlen berichten oder und vor allem um den Karneval zu schützen, der wichtig ist fürs Renommee. Diese Elitekämpfer haben Leute wie Carlos, Fernando und Schnurrbart im Visier. Manchmal fallen sie mit 1500 Mann in eine Favela ein. Dann herrscht Krieg. Die meisten der immer jünger werdenden Drogenmitarbeiter, urbanes Kanonenfutter, sterben in solchen Straßenschlachten. Doch viele überleben, werden gefangen genommen und wandern an einen Ort, über den nicht viel bekannt ist. Und das ist so gewollt. Jugendknast Santo Espírito, nicht einmal 10 Kilometer vom Haus der Pereiras entfernt. Als Provisorium gebaut, nun bereits 10 Jahre alt. Gedacht für 100 Kids, maximal 150, untergebracht sind 223. Hier eine Drehgenehmigung zu erwirken, hat Monate gedauert. Da gibt es einen Wächter. Mann, der ist total gewalttätig. Er sagt uns immer wieder, dass er uns töten wird. Bevor er in Rente... Bana, unüberwindbar. Selbst für Alberto, obwohl er jeden Tag dort arbeitet. Vier Reais hin, vier Reais zurück, umgerechnet zusammen mehr als 3 Euro. Ein Vermögen, nur für den Bus. Und oft, wenn er wieder mal gar nichts verdient hat, kann er den Rückweg schlicht nicht bezahlen. Alberto ist ohne Pass, ohne Papiere und ohne Perspektive. Aber was Alberto sich nicht nehmen lässt, sind seine kleinen Träume und seine rar gewordene Vorstellung von Ehre. Für mich wäre es sogar besser, wenn Carlos den Müll durchsuchen würde, als weiterhin im Drogengeschäft zu arbeiten. Das Wichtigste ist, eine ehrliche Arbeit zu haben. Papier und Dosen aus dem Müll zu fischen, ist ehrlich. Ich selbst arbeite auch schwarz und ohne Papiere. Aber das ist nicht wirklich illegal. Ich raube niemanden aus. Ich füge keinem einen Schaden zu. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Rua Jalma Ulrich, eine winzige Querstraße zur Strandpromenade. Hier arbeitet Alberto als Autoeinparker und Wagenwäscher. Wie so oft hat der brasilianische Volksmund eine prägnante Umschreibung parat. Flagelinha, Putztuch. Für 3 seiner Stammkunden muss Alberto umsonst arbeiten. Sie sind der Besitzer eines Restaurants und lassen ihn dafür umsonst zum Mittag essen.
Für die Autowäsche bekommt Alberto umgerechnet gut 1 Euro. Und fürs Einparken und Aufpassen geben die Reichen, was ihnen beliebt. Meist ist das ein Witz. Ich habe meine Söhne schon hierher gebracht, damit sie sehen, was ich arbeite. Ich tue das für meine Familie. Wenn meine Jungs sich nur am Riemen reißen würden und zur Schule gehen, dann könnten sie sogar einen besseren Beruf bekommen als sowas hier. Einparken heißt vor allem umparken. Aus dem Halteverbot in die nächste Lücke. Die Verkehrspolizei drückt bei den Putztüchern ein Auge zu. Auch kostet dieser Krieg, in den auch die Polizei eingreift, im Schnitt 12 Menschenleben. Und fast immer sind die Opfer Handlanger wie Kindersoldat Carlos. Marihuana, Haschisch, Ecstasy, Schnüffelpaste und vor allem Kokain. 5 Reais die kleine und 10 Reais die große Tüte, knapp 3 Euro. Und das alles vor den Augen der nächsten Generation. Die Kinder spielen selbst schon mit Tütchen, wie um sich vorzubereiten. Die Kinder sehen unsere neuen Wagen, unsere Goldketten. Das beeindruckt sie. Sie versuchen immer früher bei uns einzusteigen. Das ist echt so. Unsere Soldaten werden immer jünger. Und viele von ihnen werden nicht mal 18. Rausch und Gift und Betäubung. Kein Hunger, keine Gewissensbisse, keine Trauer, kein Leiden in der unerträglichen Hitze des Tages, kein Frieren in der kalten Nacht. Carlos, seine Schwester Indaya und die anderen müssen erst noch geweckt werden. Mutter Maria hat gerade Kaffee gekocht für ihren Mann Alberto, der in einer halben Stunde los muss zu seinem Bus. Als er noch ein Kind war, musste er auf seinen kleinen Bruder aufpassen und konnte fast nie zur Schule gehen. Noch heute kann Familienvater Alberto nicht lesen und schreiben. Vielen in Villa Alianza geht das so. Ein weiteres Mitglied des dritten Kommandos, Fernando, immer gut drauf. Langsam erwachen die Pereiras zum Leben, sehr langsam. Speziell morgens, so haben wir den Eindruck, wird noch sparsamer geredet als sonst schon. Carlos und sein Bruder, die beiden Mafia-Mitarbeiter, dürfen jedenfalls nichts erzählen über ihre Arbeit. Sie müssen zum Beispiel schweigen darüber, wie genau es dazu kam, dass Fernando, Carlos großes Vorbild, bereits 5 Menschen auf dem Gewissen hat. Einen gebildeten und gesundheitsbewussten. Die weiße Oberschicht Brasiliens interessiert sich nicht für diese andere Welt. Ein wohliges Grausen über die neuesten Mordstatistiken reicht dir völlig aus. Solange die Sonne scheint, ist die Welt in Ordnung. Wie ein ärgerlicher Fremdkörper wirken da Aufklärungsaktionen wie dieses Mahnmal für die Todesopfer des Drogenkriegs in der Cidade Maravilhosa, der wundervollen Stadt. Jedes Holzkreuz ein Toter. Diese Aktion von Angehörigen der Opfer fand im März dieses Jahres statt. Heute wäre die Fläche des gekreuzigten Sandstrandes 4-mal so groß.
Rio rüstet auf. Spezialeinheiten, Eingreiftruppen, sogar das Militär wird ab und zu vom Gouverneur eingesetzt. Entweder wenn die Medien zu hartnäckig über rapide steigende Opferzahlen berichten oder, und vor allem, um den Karneval zu schützen, der wichtig ist fürs Renommee. Diese Elitekämpfer haben Leute wie Carlos, Fernando und Schnurrbart im Visier. Manchmal fallen sie mit 1500 Mann in eine Favela ein. Dann herrscht Krieg. Die meisten der immer jünger werdenden Drogenmitarbeiter, urbanes Kanonenfutter, sterben in solchen Straßenschlachten. Doch viele überleben, werden gefangen genommen und wandern an einen Ort, über den nicht viel bekannt ist. Und das ist so gewollt. Jugendknast Santo Espírito, nicht einmal 10 Kilometer vom Haus der Pereiras entfernt. Als Provisorium gebaut, nun bereits 10 Jahre alt. Gedacht für 100 Kids, maximal 150, untergebracht sind 223. Hier eine Drehgenehmigung zu erwirken, hat Monate gedauert. Da gibt es einen Wächter. Mann, der ist total gewalttätig. Er sagt uns immer wieder, dass er uns töten wird. Bevor er in Rente geht, wird er einen von uns umbringen. Er sagt das jeden Tag. Und er sagt auch, dass er keine Angst vor unseren Familien draußen hat. Dieses Arschloch beleidigt sogar unsere Mütter. Die Jugendlichenjährigen, aber Carlos ist bereits seit 3 Jahren im Geschäft und ein Profi. Seinen Walkie-Talkie darf er nicht aus der Hand geben und die 9mm Taurus schon gar nicht. Darauf und auf jede Form von Verrat steht die Mafia-interne Todesstrafe. Wie er sich mit der Waffe in der Hand fühle, fragen wir ihn. Sehr cool. Wenn ich die bei mir habe, kommt die Polizei nicht so einfach in meine Nähe. Und wenn sie doch kommt, dann werden wir schon sehen, wer am Ende überlebt. Das gibt eine feine Schießerei. Mit feinen Kugeln. Mutter Maria hat Medikamente für ihren Jüngsten gekauft. Carlos hat ein schwaches Herz. Er lebt so ein verflixtes Leben. Da hat er keine Zeit, sich vernünftig zu ernähren. Wenn er mal hier ist, nutze ich immer die Gelegenheit, ihn ein wenig zu pflegen, zu füttern und ihm gute Medikamente zu geben. Bruder Fernando ist Bodyguard des Drogenbosses und wird gerade erst wach. Es ist Nachmittag. Dass alle 10 Familienmitglieder der Pereiras zur gleichen Zeit da sind, kommt nie vor. Vielleicht auch besser so bei nur 16 Quadratmeter Wohnfläche. Fernandos Lebensgeister brauchen noch eine Weile. Die letzte Nacht war lang und hart. Die 51-jährige Maria arbeitet nicht und ihr Mann verdient als Parkwächter 80 Reais, umgerechnet 35 Euro. Nicht am Tag, sondern im Monat. Da bereitet jeder Gang zum Supermarkt Kopfzerbrechen und wahrscheinlich stecken Carlos und sein großer Bruder Fernando der Mutter manchmal ein paar Scheine zu. Beide verdienen als Mafia-Mitglieder in der Woche mehr als der Vater im Monat. Die Villa Alianza gehört zu den ärmsten Gegenden von Rio. Und sie ist zu 100% in den Händen des Tercero Comando, des dritten Kommandos. Entfernt.
als Provisorium gebaut, nun bereits 10 Jahre alt. Gedacht für 100 Kids, maximal 150, untergebracht sind 223. Hier eine Drehgenehmigung zu erwirken, hat Monate gedauert. Da gibt es einen Wächter. Mann, der ist total gewalttätig. Er sagt uns immer wieder, dass er uns töten wird. Bevor er in Rente geht, wird er einen von uns umbringen. Er sagt das jeden Tag. Und er sagt auch, dass er keine Angst vor unseren Familien draußen hat. Dieses Arschloch beleidigt sogar unsere Mütter. Die Jugendlichen werden nicht wegen Banalitäten in diese hermetisch abgeriegelte Endstation Sehnsucht eingeliefert. Die meisten haben mit Drogen gehandelt, Supermärkte überfallen oder bereits jemanden umgebracht, wie der 17-jährige Flavio. Die Frage ist nur, wer trägt die Schuld? Bevor mein Vater gestorben ist, habe ich gesehen, wie er Drogen genommen hat. Leute überfallen, manchmal auch jemanden getötet. Ich habe schon auf die Polizei geschossen und auf unsere Feinde. Jetzt habe ich nur noch meine Mutter und meinen Bruder. Ihre Kleidung müssen die Kids selbst besorgen, ihr Toilettenpapier auch und ihre Zahnpasta. Doch viele bekommen überhaupt keinen Besuch und damit auch keinen Nachschub. Dann fallen sie in der knastinternen Hackordnung ganz nach unten. Und wenn sie dazu auch noch eine Verletzung haben, dann sind sie hilflos, wie ein Baby. Das mit meinem Bein ist super schlimm. Das war eine Kugel von den Polizisten, als wir aufeinander geschossen haben. Kurz vor unserem Besuch hatten die Jugendlichen einen Aufstand angezettelt, eine drastische Anklage wegen der Zustände hinter Gittern. Die meisten Zellen sind ausgebrannt und offenbar rächen sich Wärter und Gefängnisleitung dadurch, dass sie einfach nichts reparieren. Derzeit gibt es weder Strom noch Wasser. Und der Geruch verschlägt einem den Atem. Beißender kalter Rauch. Fäkalien, offene Wunden, faulende Lebensmittel. Wenn die Jugendlichen einen Zettel und Stifte haben, malen sie keine Landschaften oder Gesichter, sondern Maschinengewehre und Handgranaten und Tricks aus dem Strafgesetzbuch auswendig, auch wenn sie nicht lesen und schreiben können. In diesem Durchlauferhitzer verrohen sie endgültig. Umerziehung in Richtung Abgrund. Ein totales Versagen des brasilianischen Staates. Nur 10 Kilometer von den Gefängnismauern entfernt, zurück in Vila Alianza. Einen festen Job haben die wenigsten der 65.000 Einwohner. Wenn hier etwas funktioniert, dann ist es das Geschäft mit den Drogen. Bewegungen und Texte kreisen um Sex, Gewalt und Drogen. Beile fangt die in aggressive Rhythmen gegossene Weltanschauung einer Favela-Jugend ohne Job oder Zukunft. Vier Uhr morgens, Carlos schaut mit seiner Schwester in der Jahr auf einen Sprung vorbei. Er hat gerade Pause. Tanzen ist nun wirklich nicht sein Ding. Manchmal, wenn die Sonne sich früh morgens über die Hügelkette erhebt und den Frühnebel vertreibt, erstrahlt Vila Alianza in leuchtendem Orange-Rot. Fast sieht es dann so aus, als wäre es ein ganz normaler, friedlicher Vorort von Rio de Janeiro.
Gerade läuft ein bekannter Rap-Song im Radio und zu Hause singen Carlos und Fernando lautstark mit. Die Drogenbosse sagen, die Bullen sind die Schweine. Und die Bullen sagen, das Volk hat Schuld. Wenn ich sterbe, steht der Nächste schon bereit. Und sie werden sich nicht mal an mich erinnern. Was ist? Darf ich? Was sagst du? Soll ich sie schlagen? Ach Quatsch, das ist seine Freundin. Ja, stimmt. Das ist meine Frau. Geht für sie darum, drin zu sein. Zu der Gruppe zu gehören. Es geht den Jungs darum, Motorrad zu fahren, Waffen zu tragen, Autos zu fahren. Das schafft sonst niemand hier. Und dazu kommen noch die Mädels, die das super finden und hinter ihnen herrennen. Vater Alberto auf dem Weg zu seinem Job in die Welt der Reichen, am weltberühmten Strand der Copacabana. 55 Kilometer oder anderthalb Stunden mit dem Bus. Einfach. Doch in Wirklichkeit ist die Distanz zwischen der Villa Alianza und den Highlights der Hochglanzprospekte von Rio weitaus größer. Für die meisten sind diese 55 Kilometer zur Copacabana unüberwindbar. Selbst für Alberto, obwohl er jeden Tag dort arbeitet. Vier Reais hin, vier Reais zurück, umgerechnet zusammen mehr als 3 Euro. Ein Vermögen, nur für den Bus. Und oft, wenn er wieder mal gar nichts verdient hat, kann er den Rückweg schlicht nicht bezahlen. Alberto ist ohne Pass, ohne Papiere und ohne Perspektive. Aber was Alberto sich nicht nehmen lässt, sind seine kleinen Träume und seine rar gewordene Vorstellung von Ehre. Für mich wäre es sogar besser, wenn Carlos den Müll durchsuchen würde, als weiterhin im Drogengeschäft zu arbeiten. Das Wichtigste ist, eine ehrliche Arbeit zu haben. Papier und Dosen aus dem Müll zu fischen, ist ehrlich. Ich selbst arbeite auch schwarz und ohne Papiere. Aber das ist nicht wirklich illegal. Ich raube niemanden aus. Ich füge keinem einen Schaden zu. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Rua Jalma Ulrich, eine winzige Querstraße zur Strandpromenade. Hier arbeitet Alberto als Autoeinparker und Wagenwäscher. Wie so oft hat der brasilianische Volksmund eine prägnante Umschreibung parat. Flagellinia, Putztuch. Für 3 seiner Stammkunden muss Alberto umsonst arbeiten.